Übergang. Es dünkte uns, etwas von hüben, von drüben höbe das Meer auf, dass es uns blühte, uns schleifte ins Ungeprüfte, so schien's. Und wurde dir folglich ans Ufer gebüschelt? Ja, es lüftete uns gewaltig. Skelette grüßten uns, so eines farbigen Fleischs wurden wir. Habt ihr euch da nicht befürchtet? Nö, die Influencer meinten, es hülfe, wenn wir in Rudeln stürben. Sachte, sagte sie, kam ich ins Wanken, das Wanken war sich gewachsen, es wechselt mich aus. In diagonalen Flächen begann ich, mein Ich auszuziehen, die lustige Hülle, und wurde aufgefächert, ausgezogen zu Hallen, wogegen nichts zu sagen wäre, denn Wellen sind nahe Verwandte des Sprechens. Sie brachten mich auf, kaperten Hals und Ganglien. Ohne Verärgerung brach schließlich alles auf zum Fest des Fluiden. Furt führt fort. Aus meinen Beamtenfluren biege ich ab und biege die Flure selbst um, spanne ihren alten Beton zu einem Halbbogen auf. Auf diesem abrupten Plateau hänge ich jetzt ab oder rum, häng meinen Mund hinaus in eine Mundo aus Fernstraßen und Nomen. Da ragt doch etwas schräg aus unserem Zivilprojekt. Sind ein paar Hauptträger korrodiert und rieseln? Ich finde, dass zu viel steht, sagst du. Dinge ins Haus, Haare zu Berge, sowie immer noch der Verstand. Dabei ist allseits doch ein großes Steigen, Fallen von Larks und Lark. Bin mehr so ein Furt-Typ, merk ich. Down to earth, tut petite. Schwäne und ihr berechtigter Argwohn gegen Passanten, die aus der Mitte des Lebens zitieren. Die Bagger versenken Kästen, weiß in Erde, schwarz, sie sind äußerst zart dabei. Im Opferstock liegt ein Kürbis, die Kerne keimen im Innern. Du musst das nicht verstehen, sagte es sich mir, als ich im Nordfenster lehnte. Das Virus hat schöne Haare, sie sind violett und in kleinen Knoten ringsum aufgesteckt. Sanfte Etagere des Kiefernzapfens, Stille. Vorübergleitende Säume der unsanft Entschlafenen. Du schmissest den Wecker aus dem Fenster und Flocken stiegen empor, hell wie Fabelhaar. Tut es den Menschen leid oder sind sie es leid? Ist Menschenleid hiermit entschuldigt? Seh, tu, sagt der Apparat. Was ist schwerer als schwer? Mit Vermeer die Wolken durchs Zimmer zu jagen? Buch der Einfalt. Mischungsverhältnisse sind. Manchmal drückt der Wind. Winde beben im Bindegewebe der Bäume. An welcher Stelle stehen und liegen die Verben, stehen und liegen im Satz? Ohne die Stellung zu wechseln, verlasse ich mich auf Schusch. Verlasse mich und husche durch die geäderte AR. Innig ist's, wenn Aerosole wechseln von dir zu mir. Gesetzt hier träte ein Zwerg auf. Ob er das Gesetz der Zwergsterne kennte? A stern question, isn't it? Der Schnee hat etwas von Hund. Er ist kreatürlich. Ja, und wir sind Figuren seines flüchtigen Wedelns.
Wo zwei sind, ist Drittes. Im Wort nicht, im Ort nicht, im Nicht. Luft in deinem, du lesend, Luft in deinem Gesicht. Rachitisch zischen die Straßen. Vom Steineingang springt und zurück das Kind und erneut. Das Kind will gewünscht sein, nicht gewartet. Das Schusch ist wie Trost, so tief, verlässlich wie Vokalisen. Was träumte der Katze, die weder wachte noch schlief? Summe, Muse, heitre dich, du bist ein Pinselstrich, nippe am Tee und lese die Krümel vom Tuch, während auf Displays dein Gegenüber stockt, gefangen im Switch-Hub-Router. Lachsfarben fliegt Sputnik übern Ostrand der Stadt. Pharmaka, Pharmaka, skandieren die Maskierten, du stellst die Tasse zurück. Eine frühe Amsel ging sanft auf dich nieder und in den Bauen der Stadt stoben Ängste auf, das Gewebe sei verletzt oder verbrandet. Melpomene ist ihre Paralipomena. Cachemisère. Wir sprachen von nackten Bäumen bei 30 Grad, von der hellichten Krume, wie sie Gramm für Gramm ins Unterprogramm verschwand. Wir schnippten Cookies von unseren Ärmeln und sprachen von Armut, als wäre sie kein Part unseres Eigentums. Auch dieses Gespräch verlief in lautlosen Maßeinheiten. Nebenbei zeigten wir uns die Stigmata unserer Hunde. Als Mem erzählte, wie früher sogenannte Fluginsekten an jeder Wagenscheibe verreckten. Vom Korrelat, vom Je desto sprachen wir nicht. Zing, zing macht der Regen. Sich Regen meint fluid werden, dem Ruin recht ruhig entgegenquellen. Kleine Ballung und Lösung von Molekülen. Sie lösete von dem Stamme mit geschickten Schnitten. Ach, Adalbert, wir können nicht stiften gehen. Zusehen, wie es uns schwindelt, wie wir verschnitten werden im Rauschen, wie wir die Stifte gegen Tasten, die Tasten gegen Strahler tauschen. Wegerich, du flankierst Verkehrswege als Phalanx, ein wurzelsprödes Verlangen nach Risp und Flunk. Verehrte, auf Zehenspitzen laufen die Bäume jetzt durch den Himmel. Im Labor ist es still. Die Haustechnik klappt gemächlich menschliche Stoffe zum Recyceln zusammen. Am Bildrand rechts streben Hektoflosser zum Krieg. In den Ecken nicken mehrfach kopierte Amseln. Sie sagen, sie seien im selben Walzwerk gefertigt wie nördliche Grassoden. Morgens fand ich dort tüllartig und übergangen euren Verkündigungsfrost. Verehrte, nehmt die Petersilie aus meiner Schädeldecke. Sie sprießt euren Fingern entgegen, denn ihr geht zu quick für mich durch die illustre, die illustrierte Welt, wo etwas wie Hunger auf den Gesichtern flasht. Ihr sagt, jede Seite hat eine Seitenwende, sagt, jedes Blatt lässt sich falten und durchbohren. So kommen uns wildeste Raumquerungen zu Ohren. Haltet also die stark gekrauste Petersil fest und zieht mich aus meinem Kortex unentwegt auf. Verehrte, wie ihr mir zurietet, trag ich mich jetzt dem U an, praktiziere das U täglich bis 17
und pendel in dieser Halfpipe mit den Masseneinheiten. Da geht eine schurrende Energie durch die Sohlen, durch den Bogen. Da leg ich mein Ohr an die Stützfunktion. Kleinste Teilchen zirren und üben mit mir das U. U, wie in Huldigen, in Unwucht oder Geduld. Was Unschliff heißt, wird vielleicht kommen. Legen wir unsere Wangen aneinander und dies sei ein Spell, buchstabierbar wie Flummi, springt er durch unsere Bindehäute, Bindeglieder. Es geht hier weder ums Bangen noch um Beute, sagst du. Legen wir lieber ein paar Genitive nieder. Der Menschen Rechenschieber, der Menschen Rechenfeder, Men schön, sagst du. Und ja, auch der Puls der Gorgo geht badum, badum. Dankeschön. Ja, das war ja wieder mal sehr schön. Also ich habe, was ich damit sagen will, ich habe sämtliche Werke von dir. Ne? Und, also dieses Avantgarde des Schocks und ohne Kosmonautenanzug, in lichten Wänden und eins zum anderen. Und da war ich natürlich sehr gespannt jetzt, als ich dir das dann zugeschickt bekam, wie es weitergeht. Und habe mich dann so drauf gefreut. Und ich habe mich, bei deinen Gedichten geht es mir so, dass ich unheimlich Lust habe, wenn ich ein paar davon gelesen habe, selber Gedichte zu schreiben. Also es ist irgendwie sowas, also es ist dieses Inspirieren, schon, das hat man ja oft so, wenn man was, aber es ist so, dass man dann irgendwie dass man dann auch, jetzt will ich auch was, das will ich jetzt auch schreiben, das will ich jetzt auch solche, was hat die da gemacht und so. Und das liegt irgendwie daran, dass du halt sehr, also mit der Sprache, also bist du so eine Sprachdichterin, also so eine Klangforscherin in deinen Sachen. Liege ich damit richtig? Dass das erstmal, dass du irgendwas im Kopf hast und du denkst, wie dekliniere ich das jetzt weiter? So, also dass du dann auch nicht weißt, wann das Gedicht aufhört, sondern das dann so quasi so durchmeditierst, so mit so einem Sprachklang, der dann dabei die Hauptrolle spielt. Ja, genau, das ist, glaube ich, richtig, dass er die Hauptrolle spielt. Das ist tatsächlich, muss man da aufpassen, oder mir geht es immer so, also das hat ja eine hohe Faszinationskraft, wenn man anfängt, habe ich als Kind schon gemacht und das ist in den letzten Jahren wieder sehr stark angewachsen, dass ich Worte in Worten entdecke, Worte rückwärts lese, vor allem wenn es mir langweilig ist, also dass ich mich verlese. Diese Misreading-Geschichten kennen wir ja alle, die können einen auch sehr trösten im Alltag. Nur als Beispiel, irgendwie vielleicht zwei Beispiele, in dieser Ruhezone im ICE, steht ja das auf allen, ne, Sprachen, und da steht zum Beispiel Quiet Zone, und ich habe dann irgendwann Quiet, also ein SCH dazwischen gelesen, Quietschzone, weil eigentlich immer Kinder da sind und immer irgendwie Lärm ist, oder also sowas macht einfach Spaß und erhält, aber der Klang ist auch tricky, also der nimmt einen auch mit in. Also ich weiß manchmal nicht tatsächlich schreibend, wie viel darf ich die Zügel abgeben. Das führt ja auch ins Nonsens-Gebiet, und Schreiben hat aber viel damit zu tun, dass man die Zügel abgibt. Also tatsächlich so, dass ich hier so
meditativ von mir aus das entfalte, ist es gar nicht, sondern ich habe schon das Gefühl, dass die Worte sich aus sich selber ein bisschen fortschreiben. Ja, also da, weil du jetzt, das habe ich mir jetzt gar nicht aufgeschrieben, aber weil du das jetzt gerade angesprochen hast mit diesem, das, mit diesem Nonsens, ne? Dass du dich da rein, also dass du da immer selber aufpassen musst, dass du nicht in so ein Nonsensgebiet reinkommst oder so. Da habe ich mich, also da habe ich irgendwie gedacht an dieses eine, bei diesem einen Gedicht. Da habe ich dann selber mal so gedacht, oh, Karin ist da, also jetzt irgendwie, da steht, ach Adalbert, wir können nicht stiften gehen. Ja. Und da habe ich erst gedacht, oh nee, ist das jetzt nicht irgendwie zu karlauerhaft, aber das ist es eigentlich auch wieder nicht. Also ich meine, schon, aber es ist dann irgendwie so bei dir, dass ich dann denke, sie macht sich also selbstironisch über das Gedichte schreiben oder sieht sich Gedichte schreiben und erlaubt sich dann sowas, so eine Selbstironie, also als ob du dich im Schreiben manchmal selbst ironisierst. Ja, keine Ahnung. Also ich meine, klar ist das nah am Karlauer. Das ist halt das Risiko, das man fährt. Also beziehungsweise, also ich mache das, wie gesagt, also sozusagen, was von mir bewusst gemacht wird, ist eigentlich eher das Rausnehmen und das Zurückgehen von diesem Sprachklang, ja, fast Mechanismus. Also wenn das einmal anfängt, dann kann das, also es kann sich auch wunderschön aufhalten. Ich habe ausgehend von dem kleinen Wörtchen los, im letzten Gedichtband dieses Gedicht mit dem Ansprach eines Kiesels, ja, wo ich dann ganz viel über Sol und Salaire, also mit diesen SOL-Lauten irgendwie spiele und durch die Sprachen schieße. Ja. Also das kann sehr bereichernd sein, aber das Risiko von sowas ist immer da. Aber ich kann das, also ich bin da nicht so souverän, selbstironisch, eigentlich nicht, nee. Das unterläuft mir halt dann und keine Ahnung, also ich weiß es auch bei manchen Sachen immer noch nicht. Also, also dieses Übergang, ne, dieses erste Gedicht, das du vorgelesen hast, da habe ich so Varianten ums Ü. Ne? Also du hast da irgendwie, es geht halt irgendwie, du lässt dich von diesem Ü dann tragen die ganze Zeit durch das. Ja, wobei natürlich, ich muss jetzt steuere ich schon wieder dagegen. Natürlich ist da auch schon eine Ironie drin, also klar, weil ja, Dichtende lieben ja den Konjunktiv, nicht zu Unrecht, ja, und das ist halt so eine Lust dran, ja, das nochmal so richtig auszubaden, ne? Also das ist dann auch schon selbstironisch. Ja, also so Sprachwitz. Also der Michael Braun hat das mal bei dir geschrieben, das sei so ein Sprachwitz. Der da drin ist. Ja, wie gesagt, ich kann nur wiederholen, es ist nichts Konstruierbares. Es ist für mich immer interessant zu erleben, wo was witzig ankommt. Also auch jetzt hier, oft sind es Stellen, die ich todernst meine. Ja. Also zum Beispiel, auch hier nochmal ein Beispiel, das habe ich jetzt nicht vorgelesen, das Gedicht, aber das Gedicht, wo ich dann am Schluss sage, mit dem Knödel, ja. Ich will auch irgendwann mal ein guter Knödel sein für die Leute, die mich mal essen werden. Ich meine das wirklich ernst. Ich will ein ganz, ganz guter Knödel mal sein. Und das ist aber natürlich wegen vielleicht dem Knödel, ja, okay, Valentin und so, aber und vielleicht ist es aber das, was diesen Balanceakt ausmacht. Also im Prinzip, auch das Überganggedicht ist ja. Ja, es ist sowieso so an der Grenze, ne? Also du tastest die Grenzen aus, und was ich meine ist dann dieses jetzt erst recht manchmal, so dieses, du gehst da so eine Grenze entlang und dann denkst du, nee, eigentlich soll ich das jetzt machen? Ach nee, klar, jetzt, also so weißt du so, dass du es dann erst recht machst. So, und das meine ich dann halt auch mit dieser,
mit dieser Selbstironie, die dann ja, da drin steckt. Aber ist es nicht was, was wir eh irgendwie schreiben machen? Also geht es dir nicht auch so, dass du versuchst, dich selbst zu überholen, sage ich jetzt mal, oder so? Also ich, bei mir ist es ein bisschen so, dass ich diesen ganzen, also wenn ich diese ganzen Sachen schreibe, dass ich das dann todernst meine. Also irgendwie, also ich sehe dann hinterher, dass ich dann vielleicht so irgendwas geschrieben habe, irgendwas, was vielleicht, also wie du das mit den Knödeln jetzt gesagt hast, also dass da, wo ich dann schon weiß, das könnte jetzt für andere, also es könnte schon witzig, karlauerisch oder sonst wie wirken, aber mir ist es dann echt todernst dabei. Mhm. Ne? Also ich fange dann an zu heulen. Ja, interessant, ja, ja. Mhm. Ja, aber jetzt mal, ich habe dann noch aufgeschrieben, was mir auch immer gefällt und das treibt mich auch immer weiter oder deswegen habe ich immer, also ich habe immer Lust, deine Gedichte zu Ende zu lesen. Ne? Also das, mich treibt da immer irgendwas. Also du treibst das Gedicht so. Und da habe ich mir gedacht, das liegt auch an, du arbeitest immer mit so Irritationen. Also dass dann irgendwas, wo man, also du unterläufst Erwartungshaltungen dauernd, ne? Also fast in jeder Zeile, also so, wo man dann denkt, also wo man für sich denkt, da jetzt kommt das und dann steht da aber ein anderes Wort, was, also was so ähnlich klingt und das ist dann eine neue Perspektive, die dann, habe ich das nicht irgendwo was unterstrichen? Also so, wo man halt, ja hier zum Beispiel, der Schnee hat etwas von Hund, er ist kreatürlich, ja und wir sind Figuren seines flüchtigen Wedelns, ne? Okay, das bezieht sich noch auf den, aber ich habe dann erst gelesen, so für mich so, seines flüchtigen Werdens, ja? Und dann steht dann aber da Wedeln. Ne? Ist ja, aber das ist doch ganz ist, schön. Ja, dann passiert ja genau so was, was ich häufig als poetischen Kniff so verwende. Ja, also genau, das meine ich. Das meine ich mit diesem Irritieren und dass du das oft drin hast und das macht irgendwie Spaß, sich das dann so, also so, das finde ich gut. Ja, schön, dass du das sagst. Ich wollte auch noch anfügen zu diesem Moment von wer schreibt eigentlich oder na, was schreibt hier die Sprache, die Laute, wie sehr bin ich sozusagen der Konstrukteur oder die Konstrukteurin dessen. Ich fand es eigentlich ganz treffend für mich. Lars Bückdahl hat mal gesagt, ein dänischer Kollege, auf die Frage, wann ist denn das Gedicht fertig, das ist ja so eine beliebte Frage ist und du hast es ja auch gesagt, also vorher, ab dem Moment, wo ich merke, dass Lars Bückdahl mitschreibt, ist das Gedicht fertig. Und das fand ich sehr, sehr treffend, muss ich sagen. Ja, ab dem Moment, wo es ist halt, deswegen ist dieses Sprechen über Gedichte auch also, nicht so einfach. Sagen wir mal, ist das jetzt auch eine Binsenweisheit, aber es ist nicht einfangbar letztlich. Ja. Und wir umkreisen hier immer so einen Moment, ist vielleicht auch das Fragile an so einer Konstellation. Man erwartet sich vielleicht auch im Publikum so einen Aufschluss über, wie funktioniert das jetzt eigentlich, ne? Die Technik dahinter und letztlich lässt sich so wenig darüber sagen. Also ich bin selber immer sehr ratlos eigentlich und wortarm und komme mir wie der letzte Noob vor, wenn ich beschreiben soll, was da passiert oder warum das dann jetzt so auf dem Papier steht. Ja. Natürlich, was aber nicht heißt, das vielleicht auch noch, dass das irgendwie in so einem Seance war vorher mal so ein Wort, ja. Also in so einem Trance-Zustand irgendwie, das kann ich gar nicht. Also ich arbeite unglaublich viel an den Texten dann. Trotzdem, ja, also so dieses gelenkte Schreiben oder wie du gesagt hast, mit der Grenze, finde ich so super schön, dass du das so liest, aber ich könnte es jetzt aus meinem kleinen Produktionsraum heraus gar nicht bestätigen oder so. Ja. Das bringt mich zu der Frage, ob du
Themenmäßig, ne? Ob du da schon, also so ein Plot, ne? Hast du irgendeinen Plot im Kopf, wenn du anfängst, ein Gedicht zu schreiben und weißt du, wo es hinführen soll oder führt es dich irgendwo hin? Naja, das ist ja jetzt, genau, nee, also Plot gibt es bei mir eigentlich nicht und wahrscheinlich ist das auch das, was unser Schreiben ein bisschen unterscheidet, ne? Also dieser Moment der Irritation ist etwas, also was ich für unglaublich wichtig halte, vielleicht um aus diesem Gittermuster, ja, was wir vorher hatten, ne? Du hast auch gesagt, die Matrix scheint irgendwie so zu wabern, das fand ich unglaublich cool, ja, weil wir, unsere Weltwahrnehmung ist ja von unseren Vorstellungen geprägt und diese Irritationen, ich meine, das ist jetzt auch alles alt, das wissen Sie wahrscheinlich alles schon mit dem Automatisierungsprozess beim Poetischen und so, aber darum geht es mir und wenn es gelingt, dass ich selbst, also das ist zum Beispiel für mich so ein toller Witz, Melpomene ist ihre Paralipomena. Ja, das fand ich auch. Und im Vorfeld zu diesem, jetzt zu dieser Lesung, ich so, oh, weiß ich überhaupt, wer Melpomene ist und was Paralipomena? Ich fand es so witzig, ja, beide Begriffe kamen. Melpomene ist die, ne, ist eine der Musen, und zwar die des Klagelieds. Und die Paralipomena, es klang für mich so ein bisschen wie Pomelo. Wahrscheinlich hat es mich daran erinnert. Das ist lustig, weil ich hatte auch mal ein Gedicht, das mit Paralipomena, also da hatte ich auch, das Gedicht hieß, ein also im Untertitel, also Descartes Kern, Descartes Kern und Untertitel ein Schopenhauer. Ja, und da hatte ich dann auch so dieses Paralipomena, wir standen irgendwie am Paralipomena und weiß ich nicht, also deswegen musste ich da auch lachen, das kam mir direkt so, dass dieses Wort Paralipomena sich für solche Sachen anbietet. Es ist ein schönes Wort und es heißt auch noch, also der griechisch das Ausgelassene. Und ich finde, dieser Begriff des Ausgelassenen, also er ist auch sehr wichtig fürs poetische Schreiben. Also ich glaube letztlich, um diese Kisten oder Boxen des begrifflichen Denkens zu überschreiten, ist es schon wichtig, in dieser Fläche, oder vorher, Kina hatte auch von dieser Fläche und dieser Krümmung gesprochen, in diesen, wie soll ich das sagen, in irgendwas freizuhalten, eine Auslassung irgendwie zu erschaffen. Am liebsten würde ich Gedichte schreiben, die zuhören können, ja, aber das ist, irgendwie habe ich das noch nicht richtig geschafft. Aber immer, also ich weiß auch nicht, ob mir das gelingt, das ist für mich vielleicht beim Lesen anderer Gedichte so wichtig, dass es wie ein Gap ist und ja, dann passiert vielleicht was jenseits von diesem Vertrauten, von diesen vertrauten Spuren ist, oder was du vielleicht Irritation jetzt mit der Irritation gemeint hast. Ja, oder dass man irgendwie so zu so einem Punkt kommt, wo das dann so wechselt, dass man das Gedicht liest und denkt, was habe ich denn, also das ist ja, also sowas habe ich denn da geschrieben, ich finde es gut, aber war das ich? Also dass man irgendwie von seinem eigenen Gedicht überrascht wird, auch wenn man es noch ein paar Tage später erst wieder liest und so, also dass es dann irgendwie sich nicht irgendwie zerkaut hat oder sowas. Ja, absolut, absolut. Ich meine, das sind Beglückungsmomente, wenn das passiert. Ne? Ja, ja. Es gibt auch das andere, dass man vollkommen überzeugt ist, das war ganz grandios, ja, und dann zwei Tage später so ein... Ja, das passiert ja immer noch. Also dass man irgendwie denkt, irgendwie, ja, warum sieht das denn keiner? Das ist doch ein super Gedicht. Und dann werden immer so, weiß ich nicht, bei Anthologien oder sowas, wenn man da was einschickt, dann werden dann immer die anderen, so andere Gedichte, mit, wo man dann gar nicht mit rechnet, die werden dann immer genommen und so. Und irgendwie das Gedicht, wo du denkst, irgendwie, das ist durchgearbeitet bis zum geht nicht mehr und da viele Gedanken und das ist überhaupt und so, das interessiert dann. Also es ist jetzt nicht so, dass es schlecht ist, aber es interessiert. Also ich bin da oft irgendwie erstaunt, dass es dann weniger interessiert als
Naja, aber daraus ergeben sich ja letztendlich aus diesen Differenzen auch solche Gespräche, wie wir sie jetzt führen, oder? Dass wir einfach unterschiedlich wahrnehmen. Und also bei deinen Sachen ist es ja, also weil wir jetzt von Themen geredet haben oder so, das sind ja dann, entstehen dann die Themen eigentlich, wenn du, sagen wir mal, genug Gedichte zusammen hast, um ein Gedichtsband daraus zu machen. Und dann ordnest du ja dann irgendwie so Kapitel. Ne? Und dann, also entsteht dann da der Plot dadurch dann so ein bisschen? Genau, so ein bisschen. Also wenn man vom Plot sprechen will und du willst es offensichtlich, ja, dann entsteht so der Plot. Genau, also ich merke dann einfach zum Beispiel tatsächlich in der Relektüre, das stimmt schon. Also es ist nicht so, ich nehme mir vor, es ist kein Konzeptband, aber in der Relektüre merke ich, das sind alles Texte, die irgendwie mit Transformation, mit Umbruch und so weiter, mit Wandlung und Verwandlung zu tun haben und wie man sich dem irgendwie entgegenstellt oder nicht entgegenstellt, hingibt oder nicht hingibt oder ob man überhaupt aus diesem dichotomischen Denken rausspringen kann, wenn man sich dem Thema Transformation widmet. Mhm. Aber ich weiß noch nicht, vielleicht passieren auch ganz andere Sachen und der Band wird dann ganz anders. Mhm. Ich glaube, wir müssen Schluss. Ja, schade, ich habe noch 1000 Fragen. Aber das war mir ein Fest. Ja, mir auch, ein Vergnügen. Vielen Dank. Danke Ihnen fürs Zuhören.